Gut beraten ist halb gewonnen. Wie die kostenlose Rechtsberatung genau funktioniert und was hier alles gefragt werden kann, zeigen wir im folgenden Bericht. Gute Beratung muss sich nicht immer im Geldbörsel niederschlagen. Viele Gemeinden in Oberösterreich bieten sie schon an, die kostenlose Rechtsberatung. Es ist ein ganz wichtiges Service und ein tolles Service, das wir da gemeinsam mit dem Notariat anbieten können. Ganz einfach deswegen, wenn es vor Ort geschickt bei uns in der Gemeinde, dann ist eine gewisse Schwellenangst natürlich schon mal nicht da, dass man extra in ein Notariatsbüro fahren muss und das Ganze vor Ort in der gewohnten Umgebung des Gemeindeamtes in Anspruch nehmen kann. Und außerdem natürlich ist es gerade für die Leute, die nicht mehr ganz so mobil sind oder nicht so mobil sind, super, wenn sie das im Ort erledigen können. Das heißt, die Leute haben keine weiteren Anfahrtswege, müssen nicht nach Obernberg fahren, sondern kommen halt auf die Gemeinde und bringen die Anliegen vor und dann schaut man, dass man die im kurzen Wege lösen kann, diese Rechtsfragen oder Rechtsprobleme. Egal, wo der Schuh gerade drückt, der Notar hat für alle Fragen ein offenes Ohr. Grundsätzlich können Sie mit allen Anliegen daherkommen. Oft ist es, dass man ein bisschen Überkopfsverträge, Überkopfsachen ein bisschen vorbespricht. Das geht aber auch in baurechtliche Sachen, Belange eine. Erbrechtliche Fragen, das sind die häufigsten Themen. Wie gesagt, das ist einmal ein erstes Vorgespräch, bevor dann intensiver was gemacht wird, was auch zum Beispiel in einem Vertrag mündet. Das ist dann sowieso im Büro. Aber wie gesagt, das ist mal eine erste Kontaktaufnahme, dass man mal die grundsätzlichen Rechtsfragen klärt. Bei manchen Problemen hilft nicht nur eine juristische Beratung. Oft übernimmt der Notar hier auch eine psychologische Funktion und versucht zu vermitteln. Also wenn es darum geht, um irgendwelche Streitigkeiten, jetzt sagen wir zwischen, wie es auch schon vorkommen ist, dass mal geschildert wird, dass eben mit Geschwistern Streitigkeiten entstehen aus sehr diversen Gründen, dass man dann sagt, okay, man kann vielleicht ein bisschen psychologische Tipps geben oder auch sagen, man erklärt sich für ein Vermittlungsgespräch einmal bereit, dass alle Leute zusammenkommen, bevor es eskaliert und dann vielleicht ein Rechtsstreit wird mit horrenden Kosten, dass man einfach versucht, das billig, kostengünstig und dann nervenschonend aufzuarbeiten. Und die Sachen, die hat es schon gegeben. Also das hat auch schon Früchte getragen. Also wenn die Leute irgendein Problem an mir herantragen, wenn es auch jetzt vielleicht keine juristische oder typisch notarielle Frage betrifft, vielleicht, dass man dann doch sagen kann, du pass auf, geh mal da hin oder ruf da an, vielleicht wird er da geholfen. Welcher Natur die Probleme auch sind, die Beratung ist und bleibt kostenlos. Natürlich mache ich es gratis. Das ist ein kostenloser Service von den Notaren und im konkreten Fall von mir. Es geht ziemlich hart darum, dass man den Leuten ein bisschen die Hemmschwelle nimmt. Dass sie nicht glauben, okay, da gehe ich jetzt hin und da läuft schon die Sanduhr mit und jede Minute kostet mir dann was ich wie viel Euro, sondern dass die Leute einmal kommen können und sie sicher sein können, okay, jetzt kann er mich mal informieren, dann nimmt er mal Zeit für mich und das kostet mir jetzt noch nichts. Und dann vor Ort natürlich kommt das örtlich auch dazu, dass die Leute sagen, okay, da kann ich heute mal 5 Minuten schnell herfahren. Ich meine, Obernberg ist auch nicht aus der Welt, aber trotzdem ist es auch öfter für Leute ganz günstig, dass sie sagen, okay, kurzer Anfahrtsweg, kostenlose Rechtsberatung, super, nehme ich in Anspruch. Wir hoffen natürlich und gehen davon aus, dass wir dieses Service noch sehr lange anbieten können für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Es ist ja eine Zeit, wo alles rechtlich immer abgesichert sein muss und das Ganze wird immer ein bisschen komplizierter. Und da ist natürlich super, wenn man so etwas vor Ort hat, dass man relativ auf unkomplizierten Weg zu einer Rechtsauskunft kommt. Die kostenlosen Beratungen in Ihrem Ort erfahren Sie am jeweiligen Gemeindeamt.